Okay, der flatternde Kranich ist dem normalen Kranich sehr ähnlich. Er beginnt nämlich auch mit der Vogelgrundform. Alle, die die Vogelgrundform schon kennen, können einfach mal 2 Minuten 30 vorspringen. Nämlich da geht es dann ab der Vogelgrundform weiter. Und alle anderen falten erstmal ihr Blatt in die Hälfte. Kleiner Tipp für die Anfänger. Immer von sich wegfalten. Das ist einfacher und gibt genauere Falten. So. Die Kanten aufeinander und schön falten. Ein zweiter Tipp. Jetzt machen wir diagonale Talfalten und drehen vorher das Blatt, anstatt Bergfalten zu machen. Also Bergfalten am besten immer dadurch bewerkstelligen, dass wir das Blatt drehen und dann Talfalten machen. Talfalten sind am genauesten. So, in beide Richtungen diagonal. Dann haben wir gleich eine halbe Vogelgrundform, indem wir die Ecken zueinander führen, so wie hier gezeigt. Im Kranich-Video könnt ihr das dann nochmal mit eingeblendeten Diagrammen sehen. So, also die Ecken einfach zusammen und die offene Seite zeigt zu uns, das ist wichtig. So, jetzt nehmen wir eine der vier Ecken und falten die in der Winkelhalbierende zur Mittellinie hin, also die Kante zu der senkrechten Mittellinie, auf beiden Seiten. Und wie ihr seht, ich wende das Papier. So, jetzt mache ich eine Bergfalte nach hinten. So, okay. Öffnen das Ganze und ziehen die Spitze zurück. Und dabei gehen diese zwei Falten in die andere Richtung und werden auch Talfalten. Und dann machen wir das Ganze glatt. Und das hier nennt sich Blütenblattfalte, zu Englisch Petal Fold. So. Dann wenden und das Ganze wiederholen. Also noch eine Blütenblattfalte. Erst auf der linken Seite die Vorfalte und dann auf der rechten. Und dann öffnen wir es wieder. Und wieder die Falten glätten. Schön glattstreifen. Und dann haben wir unsere Vogelgrundform. So, und ab der geht's weiter. Hier, diese zwei Teile falten wir nach innen, so in der Hälfte. Hier, zum Mitte hin. Zack. Nach innen hin. Und auf der anderen auch. Okay. Wunderbar. So sieht es aus. Jetzt machen wir einfach eine Gegenbruchfalte nach innen, indem wir erstmal hier eine Vorfalte machen. Das gibt den Hals. So, die hier wird eine Bergfalte und die anderen beiden eine Talfalte. So, seht ihr? Einfach nach innen umgebrochen. So, genau. Und der Schwanz wird genauso gemacht. Erst diagonal vorfalten und dann nach innen umdrücken. Gegenbruchfalte nach innen halt. Jetzt der Kopf wird auch einfach nochmal eine Gegenbruchfalte und den setzen wir dahin, wo wir möchten. Weiter unten gibt es einen längeren Schnabel, weiter oben einen längeren Hals. Muss man sich halt aussuchen. Ich finde das so gut. Jetzt die Flügel einfach so weit wie es geht bis an Anschlag oben und unten runterziehen. Das bis an Anschlag ist wichtig, damit es ordentlich flattert am Ende. So, und nun sind wir fertig und können unseren flatternden Kranich flattern lassen. Flatter, 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 flatter. Viel Spaß damit!